Jo, hallo Leute, hier sind wir da, euer Table Tennis Gamer bzw. euer Gravel Pit LPR hier. Ich habe irgendwie den Table Tennis Gamer immer in der Begrüßung so drin. Es gibt eine neue Folge von Let's Build in 3 Minuten. Beim vorletzten Mal haben wir eine Banane gebaut, beim letzten Mal ein dickes Klumpenbein, was irgendwie aussieht wie ein Stück Fleisch in einem roten Toaster. Und hat der Marvin als Kommentar gesagt, hier der Ankyo, das würde so aussehen. Und diesmal bauen wir It's a Me. Nein, wir bauen kein Mario, sondern wir bauen einen Stern, den Mario ja immer holen muss in Super Mario 64. Gibt es ganz viele Sterne und da versuche ich jetzt einen zu bauen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ja, wir bauen im Dunkeln, weil es ja immer blöd, mal im Tag zu bauen. Also mal eine Abwechslung. Ich hoffe, ihr seht auch genug. Und 1, 2, 3. Okay. Es geht los. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Stern jetzt malen bzw. zeichnen soll. Wir haben ja, sage ich mal, bei dem Stern, der hat ja so zwei Beine erstmal, ne? Ich mache jetzt erstmal nur hier, sage ich mal, die Zeichnung so, ich zeichne den gerade erstmal nur so vor, so könnte. Und da habe ich eine Skype-Nachricht bekommen, weil ich vergessen habe, Skype auszumachen, bin ich fail, so. Das ist ja sozusagen jetzt erstmal so der Stern, ne? So, und jetzt hat er ja so Beine, ne? Jetzt hat er so Beine. So, so. So. Jetzt hat der Stern hat Beine, ja. Der Stern hat Beine, ja. Der Stern, der hat voll die Beine, ja. Aber die Beine sind zu kurz. Das heißt, wir bauen alles einen weiter rüber. So, zack, komm schon. Lass mich nicht im Stich, Stern. Das geht nicht. So, den unten machen wir weg. So. Das ist jetzt sozusagen das Bein vom Stern. Oder? Ja, ja, ja. Boah, ich kann das nicht, Leute. Ich kann doch gar... Boah, ich kann so... Ja, schon wieder Nachricht. Ist doch gut, Mann. So, und hier hat er auf jeden Fall auch sowas. So, jetzt sieht das aber nicht aus wie ein Stern, sondern wie so ein halber Krüppel-Opa. So. So, 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 so. Ach du Scheiße! Wie soll man denn so einen Stern machen? Wer von euch hatte diese behinderte Idee? Mal ohne Witz. Boah, ach the fuck. So. Nee. Boah, Leute, das ist ja grausig. Das ist ja wirklich, das ist ja immer, ist ja grausig, was ich hier mache. Und ich hab nur noch, ich hab nur noch eine Minute. Ich hab keine Zeit. Ach du Scheiße, Leute. Boah. Ich wollte einen vernünftigen Stern machen diesmal, aber, boah. Das geht ja gar nicht. Der ist von den Proportionen völlig fail. So, wartet mal. So. So. Und dann hat er hier 3 nach draußen. So. Ja, ist gut bei Skype. Irgendwie so. So, jetzt muss ich mich beeilen. Boah, Leute, das sieht so scheiße aus, ne? Das sieht so scheiße aus. So, aber der hat immer noch so Augen drin. So, und jetzt kriegt er auch noch einen Mund. So. Oh, und ja, da sind die 3 Minuten auch schon vorbei. Ach du Scheiße, sieht das behindert aus. Boah, Leute, das ist ja mal richtig schlecht. Oh. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ich mach das mal so. Ohne Scheiß, wie macht man sowas denn besser, Leute? Da bin ich gespannt, wie ihr meint, das würde besser gehen. Hey, jetzt steht eh wieder in den Kommentaren, oh, das ist ja voll schlecht und so. Ja, aber wie gesagt, setzt euch mal bitte hin und macht es in 3 Minuten besser. Und jetzt kommt es, ohne dass ihr vorher überlegt habt, wie ihr es machen würdet. Ich habe keine Ahnung. Wie soll man das denn machen? Wie soll ich denn diese Zacken da vernünftig reinkriegen? Das sieht doch sonst voll scheiße aus irgendwie. Nun gut, das ist mein kleiner individueller Stern, der ein bisschen asymmetrisch ist. Da ist irgendwie was schief gelaufen. Aber nun gut, was soll man machen? Ich kann doch da auch nichts für. Beziehungsweise der kleine Stern, der kann doch da auch nichts für. Das ist der Mario-Stern. Oh, komm mal in den Arm. So, jetzt kommt in den Arm rein. So. Jo, also schickt mir eine Videoantwort, wenn ihr es besser könnt. Und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ich bauen soll. Ich nehme immer wieder neue Vorschläge an. Teilweise sind ein paar gute Sachen dabei. Teilweise denke ich mir so, boah, das kann ich doch nicht bauen. Hier habe ich gedacht, das könnte ich bauen. Okay, kann ich nicht. Und jo, in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.